Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Wie geht das bitte? Moment, wie geht das aus diesem Winkel? I don't even finish my sentences. Genau. Schaden anrichtendes Eigenbau-Hackmesser. Good. Also doch Mettbrötchen Frühstück. Ich brauche irgendwie dauernd die Mettkits, weil das irgendwie manchmal automatisch auf Mettkits. Hör auf, ich hab schon Hunger. Das ist echt ekelhaft. Immer hier aus dem Menü wieder rausnehmen. Grafikfehler. Ich glaube, ich wechsle mal zu Gertrud. Tor! So. Wo müssen wir lang? Was müssen wir machen? Oh, that floating ball physics, ey. Was zum... I don't even. Okay. Follow me. Where are you? Tally-ho. Ja, ich komm. So. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich Tally-ho in dem richtigen Zusammenhang verwende. Wahrscheinlich nicht. Tally-ho. Aber ich sage es dir. Du machst es trotzdem. Ja. Und ich genieße jede Sekunde davon. Geht's überhaupt lang? Ist das der richtige Weg? Hör mal, du hast doch vorhin noch erzählt, du hättest Ahnung. Ja. Und ihr seid alle drauf reingefallen. Das ist gut. Ja. Ich habe eine schwache, böse Sichel. Oh, Forke. Komm, lass uns doch auch rein. Nee, mach nicht. Oh. Klatsch. Da ist der Kopf gepoppt. Roasted. Oh Gott. Oh, ein Ausweis auf dem Tisch. What do we have here? Ein Schraubenschlüssel an der Müden da. Tür lieber wieder zumachen. Ey. Du kennst mich und Türen, ja? Also das ist gefährlich. Für mich. Man kann an Türen sterben. Ja, das geht. Ich kann es nicht empfehlen. Gott, wo kommt der denn her? Der war hier. Der hat vor dem Klo rumgelungert. Ich glaube, er wollte hier durch ein Loch spannen. Stalker. Ich glaube, das nennt man Spanner. Meine ich ja. Wir sollten dem Mann eine Behandlung mit dem Sonnenschirm zuteilkommen lassen. Oh ja. Toll, jetzt hast du alle aufgeweckt. Ja. Yes, I did. Ja. Die Treppe. Oh, damn it. Was keine tut Stamina, ihr denn keine da? Stamina, keine Stamina. Hoppa. So, jetzt aber. Wir töten Zombies und trinken Cocktails. Das ist unser Ein Job. Ein Rohr. Rostig. Was? Was? Wie? Was? Wo? Was? Okay. Wir töten Zombies und trinken Cocktails. Das ist unser Job. Follow me. Warte, ich brauche einen Energy Drink. Und hier ist einer. Den nehme ich mir jetzt. Und dann komme ich hinterher. Ist da noch einer? Für mich? Vielleicht da weiter hinten. Wait. Da sind noch Alkoholflaschen. Das ist die News. Ich hätte zwei Paddel im Angebot. Gundelimizat. Wait, what? Ah ja. Selber Damage Gundelimizat. Gundelimizat. Ja, genau. Also, ich denke über das Thema, das noch ein Energy Drink. Cool. Oh, what is this? It's a boomstick. It's a boomstick. So. So. Bad Roll. Haben wir unseren Strandspaziergang jetzt Vermietet beendet, ja? Flügel. So. Hier geht es lang. Sind wir bald da? Ich muss mal. Oh, no. Du bleibst unten. Unten, sag ich dir. Bam! Ich glaube, der bleibt unten. Bam! Ein standardmäßiges Fleischermesser. Jemand Interesse? Ah, durchaus. Das ist hier in einer Kiste, aber das Level 14. Das ist egal. Hallo, die anderen Waffen sind auch nicht. Das ist aber jetzt hier, das hast du dich aber fies versteckt gerade. Das war aber nicht nett. Damn! Dafür gibt es erstmal den Kopf ab. So. Das sieht irgendwie nicht aus, als würde es hier weitergehen.
Probier mal, was passiert, wenn du zu tief ins Wasser gehst. Löscht sich dein Stick dann automatisch Nevermore oder zu tief ins Glas schaut? Meinst du, das Spiel ist so intelligent? Ganz ehrlich? Nein. Ja, siehst du. Oh. Wait a second. Ja. Sekunde. Ich glaube, ich hab da was. Molotow? Oder darf ich da jetzt auch hin? Helfen? Geh zurück vom Suicide. Ja, ja. Ich wollte nur von dem Typ, der mir hinterherläuft, da wollte ich irgendwie noch. Hallo, Leute, lasst mich doch bitte. Ah. Jetzt habe ich 4 von meinen Waffen weggeworfen, damit das Ding hochgeht und. Oh, thanks. Ich heb keine Waffe auf, keine Angst. Ich glaube, jetzt habe ich noch ein Medkit. Alle anderen. Oh Gott. Nee, 2 habe ich auch verbraucht, einfach weil das Spiel mittendrin auf Medkit umgestellt hat statt Waffe und dann wollte ich zuhauen und dann habe ich mich geheilt. Aber ich glaube, ich habe doch auch so ein Medkit. Warum benutze ich die denn nicht mal? So. Ja, wenn du die so in das Waffenmenü da mit rein tust, auf den Schnellzugriff quasi, dann benutzt du die zwischendurch einfach mal random. Ach so, nee, ich hab die noch nicht ausgerüstet, deswegen. Ich guck gerade mal wegen den Medkits. Also die Zombies werden immer unförmiger. Am Anfang waren das doch noch irgendwie... Ich habe keine Medkits. Ich habe Fleisch. Menschenähnliche Dinge. Naja. Und jetzt werden es menschenunähnlichere Dinge. Genau. Ja, es passiert. Zum Beispiel so Geschwülstvieh. Geschwülstvieh. Ein Geschwülstvieh. Gut, die hier sieht noch relativ normal aus. Bam. So. Jetzt gerade mal ein Streit von Knife. So. Nicht weglaufen. Nö. Machen wir nicht. Oh. Cool, ich kann klettern. Ups. Geld. Gibt's hier oben irgendein Geheimnis oder so? Oder warum kann man hier hochlaufen? Gibt's doch bestimmt irgendein Geheimnis. Wie groß ist sein Radius, verdammt nochmal? Bist schon wieder gestorben? Nein, aber ich habe ordentlichen Damage bekommen. Okay. Was von dem übrig ist, sieht ja auch cool aus, ne? Ich muss erstmal wieder runterkommen hier. Er könnte so glatt bei Germany's Next Topmodel antreten. Echt? Der Unterschied würde nicht auffallen. Egal. So. Oh. Oh. Und ich kann es nicht mitnehmen. Du willst ein Crab? Oh. Ein Nagelhammer. Ein was? Ein Nagelhammer. Ja, der ist nur für Nägel, der ist nicht für Schrauben. Ja, genau. Damit du das nicht verwechselst. So, wo müssen wir lang? Sekunde. Sind das Knochen? Nee. Tyrant Sledgehammer. Nee, wait. This way. Warte, wo... Ah, genau in die andere Richtung. War klar. Ja, natürlich. Ich komm. Natürlich. Der Nevermore ist schon gut beschäftigt da. Ja, er tanzt gerade ein bisschen den... Ja. Den Zombie-Tanz. Ja. Tanze den Stamina-Tanz. Kann ich gut schreien. Oh. Ha, wrecked. Okay, keine. So. Klatsch. Nice. Okay. Das ist ein Critical, aber wer wird hier gleich den Kopf in den Sand stecken? Ja. Den Sand in den Kopf stecken. Oh. Findest du das etwa witzig? Oh, ja. Ich auch. Gewöhnlicher, leichter Messingschlagring. Ah, da war einer. Ja, ich musste das Zeug aus meinem Inventar schmeißen, damit ich ihn aufheben kann. Warum machst du die Tür hinter dir zu? Das ist gefährlich! Keine Sagte Ahnung, ich das bereits? Redest.
Türen sind nicht gefährlich. Türen können Nein. gar nicht gefährlich sein. Nee, überhaupt nicht. Habe ich auch mal gedacht. Ich wurde eines Besseren belehrt. Wir müssen noch mal so einen komischen Dings finden. Hier so ein Vieh. So ein Exploding. Exploding Explodermon. Okay, warum? Weil du einen Plan Explos hast? Oder weil das weil ich diesen Propangastank mitgenommen habe. Und damit Schabernack vorhabe. Oh. Warte mal. Wieso? Ah, hinter mir war einer. Ich bin quasi tot. Warte mal auf, hier mir Schaden. Dann such dir am besten ein Erfrischungsgetränk. Ja, ich halte die Augen offen, aber irgendwie habe ich bisher noch keins gesehen. Glubschnuff. Der Glubschnuff. Halte mal meine Äuglein. Jetzt trägt er da dieses Teil. Ja. Hier ist ein Energydrink. Hier an meiner Position. Ungefähr 12 Uhr von mir. Da ist. Sehr schön. So, sieht doch gleich viel besser aus. Hier ist sogar noch einer. Dann bin ich, glaube ich. Nee, noch nicht ganz. Aber ich bin schon mal gut weiter besser dran. So. Und du stirbst jetzt einfach mal. Spontan. So. Ah, spontan. Spontan würde ich das nicht. Hast ja eine Waffe gezogen automatisch, ne? Ja. Ich habe das Ding jetzt erstmal fallen gelassen, damit ich die Waffe ziehen kann. So. Nee, ich meine, deine Schusswaffe hattest du automatisch gezogen. Lustigerweise, also, ja. Keine ja, Ahnung. Das habe ich letztens auch gehabt. Obwohl ich die gar nicht equipped hatte. Damit du halt auf den Tank schießen kannst ja, direkt. Ja, genau das. Wo ist er hin? Ach da. Hinter mir. Ich möchte gerne deinen Kopf treten. So. Wir kriegen nicht alle unsere Wünsche erfüllt. Doch, aber ich manche schon. Was? Primitive Sichel brauche ich nicht. Wie primitiv. Oh. John Woo-Style ausweichen hier. Jetzt haben wir halt eindeutig zu viele Kung-Fu-Filme gesehen. So, nimmst du deinen Kanister wieder? Schön. Ja. Ich taufe es auf den Namen Helmut. Helmut der Kanister. Helmut der Tank. Helmut der Tank, ja. Bitte, was war das? Ich habe mit Helmut gerade einen Zombie fast erschlagen. Okay. Die Dinger taugen also auch als Wurfgeschoss. Wunderbar. Sehr okay, schön. Alles klar. Ich habe meine immer wieder verwendbare Waffe. Wie hier ein explosiver Benzinkanister namens Helmut. Und ich kann damit. Oh, wir sind irgendwie im Kreis gelaufen. Okay, this Na, way. Super. Hier geht's lang. Nee, jetzt weil wir nicht fast traveln können? Das geht doch nicht. Ja, fast traveln ist langweilig. Meine das Waffen machen nur sind quasi hin. Also, zumindest die guten. Also die, wo ich Damage mitmache, weil ich habe mich irgendwie jetzt voll auf scharfe Waffen fixiert. Finde ich sehr lobenswert von dir. Danke, danke. Ich habe in meiner Charakterbeschreibung gelesen, dass ich das bin. Also der scharfe Waffenexperte. So, jetzt, Ja, kannst ja hier reparieren gehen. Ja, wir sind nämlich wieder im Dorf. Home sweet home. Ach nee, das durfte ich ja nicht sagen. Was? Wieso? Hatten wir letztes Mal doch noch drüber geredet, dass das Ansichtssache ist. Ob das hier ein Home ist. So, erstmal reparieren, das ist das Wichtigste. So. Oh ja. Oh ja. 4%. Sowas von reparieren. 5%, 12%. Ich würde sagen, ich lade das Ding schon mal. Wait, what? Ich kann das Auto einladen. Wir können Helmut mitnehmen auf die Reise. Cool. Yay. Eigenbau Hackmesser. So, Repair. Oh, das ist teuer. Okay, die Machete. Fürs Geld, das war schön mit dir. Die habe ich schon gedingst. So, eine Sichel, ist auch eine scharfe Waffe. Das sind, die können wir auch mal ich nehmen. Ich habe mir sagen lassen, wahrscheinlich ja. So. Machen wir noch einen höher. Oh, Upgrade Cost. Ach, eine böse Sichel. Es gibt eine böse Sichel und eine primitive Sichel. Es gibt gute Sichel und es gibt böse Sichel. Ja, in dem Fall ist es eine primitive Sichel und eine böse Sichel. Verteile den Schmerz mit einer guten Sichel, bösen Sichel. Oh Mann.
Ich höre ja schon auf. Ist ja gut. Alles klar. Alles, ich glaube, ich muss mal meine alles Sichel wird einpacken. Alles wird Fenris gut. Vorbeifahren. Alles wird gut. Ja. Alles und wird ein bisschen gut. Schmerz verteilen. Alles wird gut. Das glaube ich nicht. So, was verkaufe ich denn jetzt hier? Den verkaufe ich. Ja, den verkaufe ich. Das verkaufe ich auch, weil damit kann ich nicht umgehen. Mist. Oh, Kleber. Ah, das Kleber. Der Klaus. Klaus so. Kleber. Bester Name überhaupt im deutschen Fernsehen. Nein, das will ich gar nicht verkaufen. So, das ist. Schau mal, dass ich gerade eben die Mission abschließe. Tu das. Wo müssen wir denn da hin? Wie heißt er? Und wir haben den Schockmord. Ihr könnt euch auch den Schockmord. Oh, ich habe einen Aufstieg hinter mir, aber ich gehe erstmal zum Cinemoy. Cinemoir. He's French. Er ist Franzose. Ja, ja. Alle halten ihn für einen Belgier, aber er muss die Leute immer korrigieren. Das geht ihm nach einiger Zeit sehr auf die Nerven, dass er sagen muss, dass er Franzose ist und kein Belgier. Oh Gott. Passiert. Das ist auch echt schrecklich. Ja. Schocker. Okay. So, müssen wir... Naja. Hat er einen neuen Quest für uns hier? Vielleicht. Das werden wir aber wahrscheinlich in der nächsten Folge rausfinden. Diese ist schon zu Ende? Diese hat sie gerade erst angefangen? Nein. Okay. Nein. Hat sie nicht. Nope. Hat sie nicht. Okay. Danke fürs Zuschauen. Bleibt uns treu gewogen und ich muss jetzt gleich erstmal mein Inventar entrümpeln und dann machen wir weiter. Bis dahin. Zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Also.